Und damit hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge des Gothic 2 Let's Plays, wo wir letzte Folge ja Dingens dazu gebracht haben, dass er uns verrät, wie wir jetzt in den Eingang zu Raven kommen und wir uns jetzt auf den Weg machen zu Raven und schauen, was uns denn da drinnen erwartet, ob wir das Ganze schaffen oder ob ich da drinnen einfach nur hoffnungslos auf die Fresse bekomme und gleich gar nicht mehr weiß, was ich machen soll. Es fühlt sich ein wenig so an, wie als wären wir am Ende des Addons. Aber so richtig hundertprozentig sicher bin ich mit mir mit dem Gefühl auch nicht. Aber wir werden schauen. Ich meine, die Dingens haben wir befreit, die hier verloren sind. Die entführten Leute, die sind auch alle schon wieder zu Hause. Ergo, fehlt uns nur noch Raven, den wir zu besiegen hätten, und dann sind wir durch, ne? So, wir ziehen die richtige Rüstung an, wir machen noch einmal unser Leben voll. Und wir müssen da drinnen jetzt gleich Rätsel lösen, soweit ich weiß. Mit diesen Steintafeln. Erstmal hier wieder diese Pilze. Ich habe noch keine Ahnung, wie die Rätsel genau aussehen werden und was wir da genau machen müssen. Ich hoffe einfach nur, dass da nicht so harte Mobs sind, dass wir sie gar nicht schaffen. Aber auch das werden wir rauskriegen. So, einmal nochmal speichern. Ich habe das Safe Game hier eh schon überschrieben. Von daher egal. Und los geht es. Nehme ich jetzt einfach die Tafel? Sagt er dann die Worte? Ist das hier das Falsche? Ich weiß nicht, wie es genau funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich dachte. Wir haben noch Tagebucheinträge gekriegt. Vielleicht wird es daraus blauer. Das hier erstmal nicht. Ja, Kuhatos gab mir die Steintafel, mit der ich das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnen kann. Hier, Kuhatos erwähnte die Kammern Adanos und dass ich mich vor ihnen hüten soll. Ich muss unbedingt herausfinden, was es damit auf sich hat, wenn ich im Tempel Adanos nicht ins offene Messer laufen will. Im Tempel Adanos haben die Herrscher von Yakantar drei Kammern voller tödlicher Rätsel errichtet, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind die Schlüssel dazu. Naturas schickt mich mit den fünf Reliquien der Erbauer in den Tempel Adanos, um die Kammern zu überwinden und Raven aufzuhalten. Und dann noch das hier. Im Tempel Adanos befindet sich eine mächtige Waffe. Sie wird die Klaue Belias genannt. Raven darf diese Waffe nicht in die Finger bekommen. So, und ich hätte jetzt gedacht, wenn ich mich da hinstelle, dass ich das aufbekomme. Aber vielleicht muss ich das woanders machen. Ich habe noch keine Ahnung. Hier vielleicht, das sieht aber noch weniger nach Durchgang auf aus. Ja. Okay, es wird also entweder ich bin total bescheuert, was die wahrscheinlichste Variante ist. Oder das Rätsel beginnt bereits damit, dass ich überhaupt erstmal rauskriegen muss, wie man reinkommt. Ich meine, es ist hier nichts ersichtlich, was man zu machen hat. Zu weit entfernt. Hier ist es zu weit entfernt. Ich hätte jetzt STRG gedrückt und jetzt sagt er, das ist zu weit entfernt. Ah! Yerhedra, Akantar. Das ist doch richtig, einfach STRG drücken. So, wir haben Tür aufgemacht.
Ich befürchte, wenn ich jetzt hier einfach runterrenne, dass es gleich dieser riesige Steinwächter da aktiv wird und mich töten wird. Was er noch nicht tut. Okay, also wir müssen die Knöpfe drücken. Sind es nur dort die Knöpfe oder haben wir hier rechts auch Knöpfe? Nehmen wir auch noch einen. Also wir müssen die Knöpfe drücken. In welcher Reihenfolge, das müssen wir rauskriegen. Okay, wir lesen mal die Tafeln, die roten. Und die. Also wir lesen mal alle Tafeln, mal gucken, ob ich daraus irgendwie schlau werde. So auf der roten steht... Wie die letzten drei Anführer des Rates der Fünf haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Ja, gut, das ist klar. Violette Steintafel. Guatron war es auch, der mit der Hilfe von Kalentur das äußerste Tor zum Tempel versiegelte. Keiner von beiden hat das Ritual überlebt. Nur ich blieb zurück, um von den Ereignissen zu erzählen. Ich hoffe, dass Ramedes für alle Zeit im Tempel verrottet. Kamerdin ersann die zweite Falle. Und nur der den Weg des Lichts bis zum Ende geht, wird die dritte Kammer erreichen. Okay, das ist nicht das, was wir suchen. Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle. Und nur ich kenne die richtige Pforte. Die violette Tafel. Dritte Falle wurde von Kuatron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Wie jetzt ernsthaft? Ich kenne niemanden, der mir jetzt sagen kann, wie ich das hier aufmachen kann. Also ich meine, der eine ist tot. Der ist weiß. Der Rest, keine Ahnung. Was passiert, wenn ich drücke Schlüssel? Wollte eigentlich auf den Schlüssel drücken. Also ich würde sagen, die einzigste Möglichkeit, das hier rauszufinden, ist Try and Error. Aber ne? Also bis jetzt war es so, wenn ich hier drauf gedrückt habe, ist nichts passiert. Hier drauf und jetzt da drauf? Nein. Ist hier vielleicht irgendwas, was darauf schließen lässt? Mal ein paar Pilze zum Essen. Die mich jetzt nicht so signifikant eigentlich interessieren. Hier ist nichts. Und auf der anderen Seite... ist auch nichts. Gut, okay, hier ist noch mal einer, der schon gestorben ist. Na gut, also. Darauf kann ich drücken, es passiert nichts. Wenn ich dann auf die Wolke drücke, dann sterbe ich. Wenn ich zweimal drauf drücke, sterbe ich auch. War auch nicht der Plan. Also, einmal da drauf. Einmal da drauf. Und tot. Einmal da drauf. Einmal, nicht zweimal. Ach, Junge, Junge, Junge. Einmal. Jetzt wieder zweimal gedrückt. Warum drückst du es denn zweimal, wenn ich da einmal drauf drücke? Junge. Einmal da drauf. Die Mitte hatte ich jetzt, glaube ich, schon ausprobiert. Einmal auf den Schlüssel. Und auch dann bin ich tot. Nur noch eine Variante, die ich noch nicht probiert habe. Einmal da drauf. Einmal. Ach, dieses Game. STRG. Einmal gedrückt.
So. Und einmal da drauf. Lebe noch. Drück mal hier drüben drauf. Und ich bin tot. Okay, wir haben den Anfang rausgekriegt. Also, da drauf. Ich weiß nicht, warum er manchmal das Ding zweimal drückt, was ich falsch mache. Einmal. Und jetzt da drauf. Und jetzt müssen wir ausprobieren. Schlüssel? Okay, wir haben die Lösung gefunden. Das war zwar jetzt Zufall, ich wollte eigentlich den Schlüssel drücken und nicht die Sonne. Aber anscheinend war es richtig. Kammer 1. Weiß auch nicht, ob das so gewollt war. Dass wir das so rauskriegen. Hier noch mehr geöffnet? Nein. Die zu töten ist für mich jetzt das geringste Problem. Es stellt sich nur die Frage, ob das richtig ist. Die zu töten. Ich mach sie trotzdem einfach alle mal tot. Safety first. Nichts zu holen. Alles nur über Quicksave bis jetzt. Den Rest kümmere ich mich danach. Ich glaube, wenn ich in die Mitte gegangen wäre, wären die so oder so alle auf einmal gekommen. Nichts zu holen. Und daher war es hier egal. So, wir haben alle getötet. Wir looten einmal noch hier außen, bevor ich in diese Dinger reingucke. Also ich vermute auch, dass das hier schon so angedacht ist, dass man mit Try and Error hier sich durcharbeitet. Weil die Leute, die uns wirklich die Lösungen geben könnten, wurden uns ja schon gesagt, die sind eigentlich alle tot oder nicht mehr verfügbar. Also zum Beispiel der eine, der uns für die eine Kammer das nennen kann, dieser eine Geist, der ist ja gar nicht mehr, der ist ja schon tot. Also wie soll ich da noch die Lösung rauskriegen? Man könnte jetzt in die einzelnen Tempel reingucken, ob man da vielleicht was findet, aber ich glaube da auch nicht dran. So, was hier? Hier ist nichts, hier sind wir tot, okay. Dann den nächsten Gang. Den hier. Auch hier sterben wir einfach. Dann als nächstes den mittleren Gang. Den hier. Auch hier sterben wir einfach, so wie das klingt. Ja. Dann diesen Gang dort. Natürlich ist dieser auch falsch. Das habe ich erwartet. Gut, jetzt haben wir noch einen Gang und wenn der es nicht ist, dann mache ich ein dummes Gesicht. Ja, dann hätte ich noch eine Vermutung. Ne, das scheint der richtige zu sein. Okay. Ein goldener Ring. Und noch ein Schwert. Und Sesam, öffne dich. Alles klar. Spiel speichern. Kammer 2. Wunderschön. Eieiei. Das da laden. Das war so dumm gerade. Es war einfach nur so unnötig, wie ich auch gestorben bin. Dumm und unnötig. Also hier ist es dunkel. Hier sieht man nichts. Oh, guck mal, Dunkelpilze.
Es gibt übrigens die Möglichkeit, dass man mit einer Fackel im Spiel rumrennt, ne? Aber das ist ja so langweilig. Das kann ja jeder. Warum loote ich eigentlich die Pilze und speichere danach nicht nochmal? Ach ja. So. Speichern. Da drauf. Ja. Was passiert, wenn ich hier rechts einfach geradeaus renne? Ja, also mein erster Gedankengang war schon richtig. Wir müssen irgendwie so hin und her latschen. Aber ich wette, ich muss so. Und wenn ich jetzt hier laufe, falle ich auch runter. Ja, ich glaube, ich weiß schon, wie es gedacht ist. Es ist nicht so schwer. Also hier. Dann mittig nach drüben. Dann dahin. Und dann so. Oder auch nicht. Dann doch noch eins weiter. So. Und nun? Was geht auf? Das öffnet sich nicht. Das öffnet sich auch nicht. Okay, also Raven habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Von daher vermute ich mal, dass er auch die Lösungen rausbekommen hat. Oh. Speichern. Denn gerade das. Geht das wieder auf? Ja, geht das. Huh. Wenn ich wieder zurückkomme. So, dann, mein lieber Geist. Rede mit mir. Eine Ewigkeit lang war mein Geist gefangen. Nun bin ich endlich frei. Das Schwert hat einen neuen Träger. Die letzte Kammer wurde geöffnet. Aber die Pforte sieht ziemlich verschlossen aus. Dies hier ist nicht die Pforte zur letzten Kammer. Diese Pforte führt dich in den Raum davor. Der Träger hat sie hinter sich verschlossen. Wie öffne ich die Pforte? Wie öffne ich die Pforte? Bewege einen der Hebel. Ja, gar nicht viel. Irgendeinen? All diese Hebel öffnen die Pforte. Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen? Dein Vater hat die Falle erbaut. Woher willst du wissen, wie sie funktioniert? Quarodra. Ich höre noch immer die Hammerschläge auf der anderen Seite des Tores seit so langer Zeit. Das Schwert ließ mich sehen, seine Rache für mein Versagen. Das heißt, du hast gesehen, welcher Hebel der richtige ist? Ich habe es seit langem vergessen. Ja, oh, danke. Versuch dich zu erinnern. Versuch dich zu erinnern. Es ist so lange her. Und? Tatsache, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Treibe ich jetzt nochmal mit ihm rede, was passiert dann? Ich bin ernsthaft dazu gebracht, dass er die Lösungen mir genannt hat. Wenn du die Kraft dazu hast, versenke es in den Tiefen des Meeres. Anscheinend habe ich ihn wirklich dazu gebracht, dass er mir die Lösung genannt hat. Ist das hier Raven? Ja, das ist nur ein Bandit. Anscheinend haben wir das geschickt. Oh. Schick. Fast übersehen den Loot. Mensch. Können wir hier noch zwei Steintafeln lesen? Kriegen wir noch ein bisschen Geschick und Einhand. Und Einhand brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wohl doch, brauche ich nochmal, aber egal. Hier haben wir erstmal Geschick. Hab zwei Geschicklichkeitspunkte und dann hier noch. Wo ist das Einhandding? Komm. Da. Auch zwei? Ja, zwei. Ihr seht, wir haben noch ein paar mehr. Ich hatte aber leider noch kein Level-Up. Und es sind immer noch, ja, 4.500, 5.000, irgendwas.
5.500. Damit wir Level-Up haben. Und dann würde ich das auch noch lernen, damit ich die restlichen Tafeln lesen kann. Und wie gesagt, ich vermute, wir sind dann auch bald am Ende des Addons angekommen und müssen uns dann wieder in der Hauptwelt rumschlagen. Wo ich auch noch befürchte, dass wir etwas schwach sind. So, und wie es jetzt hier weitergeht. Und was uns hier genau erwartet. Und ob wir Raven nächste Folge schon besiegen. Das erfahrt ihr alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich demzufolge soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben da, wenn ihr mich schreibt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss. Tschüss.